Und zu dem ganzen Lockdown-Regime, da möchte ich abschließend sagen, ein Jahr, das reicht. Ein Jahr und tschüss. Nur, Sie müssen sich vorstellen, bei 50 positiven Tests, das entspricht ungefähr 10 Erkältungen pro 100.000 Einwohnern, wird hier das Land in Schutt und Asche gelegt. Wir werden dieses abgrundtief böse Spiel beenden. Wir alle werden es beenden. Danke. Wir werden das schaffen. Und dann wird abgerechnet. Was hier seit März 2020 passiert, ist der schlimmste Missbrauch eines angeblichen Notstands. Das Europäische Parlament spricht sogar von Ausnahmezustand. Der angebliche Notstand, der tatsächlich kein Notstand ist und nie einer war. Vielmehr wird unter massivem und gezieltem Missbrauch von Wissenschaftlern und Massenmedien mit einer angeblichen Epidemie eine Angst geschürt, die jedenfalls im Hinblick auf unser gesundheitliches Risiko alles andere als berechtigt ist. Im Gegenteil. Willkommen beim Frühlingserwachen der Demokratiebewegung. Wir sind nämlich jetzt gerade in einer neuen Phase. Wir verbinden uns weltweit. Heute auf der ganzen Welt unsere Brüder und Schwestern in Amerika, in Afrika, in Asien. Jawohl! Was gibt's noch aus Teilen? Und gerade in solchen Situationen brauchen wir keine gleichgeschaltete Berichterstattung, sondern alle Stimmen. Wir sind im Krieg gegen tägliche Gewalt, doch das Schicksal dieser Menschen lässt uns kalt. Wir sind im Krieg gegen Diskriminierung, doch das interessiert nicht die Regierung. Wir sind im Krieg gegen Manipulation, das ist doch gar nicht wahr. Das ist doch gar nicht wahr. Wir lügen in diesem Staat, schlucken wir jeden Tag. Doch jetzt sehe ich es klar, deine Brüder.